Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu My Little Universe. Spiel starten. Wir wählen uns ein Profil. Oh, da gibt's verschiedene Charaktere. Der ist hier freigeschaltet. Also, los geht's. Machen mal hier automatisch. Drücke L, um dich zu bewegen, also mit dem linken Stick. Wir spielen es mit dem Controller. Drehe die Kamera mit dem linken oder rechten Button. Bewege dich auf die Axt zu. Auf die Axt. Aufnehmen. Okay. Jetzt können wir hier, indem wir uns einfach hier hinstellen, das Holz abbauen. 30 Holz brauchen wir. 27. Zack, 30. Finde das weiße Quadrat neben der Rakete. Übrigens, mit dem rechten Stick können wir auch die Kamera drehen. Mit den Rohstoffen bauen wir Landkacheln. Spitzhacke. Und genauso bauen wir Steine ab. Er verwendet immer das richtige Werkzeug. So. Weiter geht's mit der Rakete. Wechsel das Werkzeug, indem du Y drückst. Also das macht er. In unserem Fall macht das automatisch. Oder? Ja. Okay, wir müssen hier rüber bauen. Halte B gedrückt halten. Nutze spezielle Angriffsfähigkeiten, um große Ressourcenberge effizient zu zerhacken. Den Quellkern. Um Portale und Raketen anzutreiben, okay? Rein damit. Und das Tutorial ist somit beendet, wie es aussieht, und wir starten unser Abenteuer im My Little Universe. So, hier beginnen wir. Die Ressourcen wachsen relativ schnell wieder nach, glaube ich. Sollten sie zumindest. Genau. Da wachsen sie wieder nach. Okay, was? Oh, ein Sägewerk. Raffiniere Holz. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier 15 machen. Und das. Okay, das dauert eine gewisse Zeit. Wir können uns inzwischen ein wenig weiter ausbreiten hier. Das ist zu wenig. Wir können hier auch rüber. Und hier, da können wir mit 10 Holz. Okay, ein paar Steine oder? Ich denke, Steine sind das. Unten rechts sehen wir eine Anzeige, die sich schön langsam füllt. Und wenn die voll ist, dann können wir scheinbar irgendwelche Booster benutzen. Moment, hat. Oh! Okay, wir können auch unsere Rakete, mit der wir scheinbar unsanft gelandet sind, abbauen. Level up. Ah,
die Schwertfähigkeit fügt Gegnern Gift zu, Sprinter, Bewegungsgeschwindigkeit oder schnelleres Wirken der Schwertfähigkeit. Wir nehmen hier mal giftig. Wir sind giftig. Boah, 75, okay. Mal ein bisschen abbauen. Das ist so richtig schön für den gemütlichen Abend oder für ein Spielchen, für eine Runde zwischendurch. Ein bisschen weiter abbauen und expandieren. 25 Geldstücke? Oh, 50, okay. Oh. Da gibt's Geld, okay. Wieder Level up. Monster werden keine Angriffe starten. Schnelleres Wirken der Axtfähigkeit, Dornen. Machen wir schnelleres Wirken der Axtfähigkeit. Ah! Okay, das sind Booster, nicht permanente Boni, sondern einfach Booster, die man einsetzen kann bei Bedarf. Okay. Schade, aber das macht Sinn. Wäre schon etwas komisch. Oh, 80 für 4 Gold wäre schon etwas komisch, wenn man, wenn einem zum Beispiel das ganze Spiel über dann keine Monster mehr angreifen würden. Das wäre schon etwas arg overpowered. So, oh, das kostet genau 50. Oh. Oh, hier bauen wir ein Portal auf oder sowas. Da brauchen wir aber wieder einen Rohstoff, den wir noch nicht haben. Ich möchte jetzt mal, oder ich muss etwas Gold sehen. Boah, okay. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen sehr viel. Wir brauchen 25. Die Frage ist ja, können wir hier können wir doch auch weitermachen. Erstmal hier ein bisschen ausbreiten. Oh, was ist hier? Oh. Oh, wir können schwimmen. Okay. Na gut. Oh, wir haben ein Schwert. Und schon kommen auch die. Ah, das ist mir aber in dem Fall jetzt sogar nicht unrecht, weil die geben Geld. Die bringen uns etwas Geld, wenn wir die killen. Hier geht's immer weiter rauf. Oh. Okay, das muss auch erst mit der Zeit gebaut werden. Da brauchen wir 10. Sehr cool, verbessern Spitzhacke. Zack.
und wir haben schon die bessere. Wow, okay, das geht richtig schnell jetzt. Oh, und das gleiche mit der Axt. Wir brauchen, okay, wir brauchen 30 Bretter. Wir brauchen 30 Bretter, 20 haben wir. Also brauchen wir auf jeden Fall 10 Bretter noch. Machen wir hier 20. Jetzt will ich kurz weggehen hier. Okay, wir bekommen, egal wo wir sind, wir bekommen die Rohstoffe. So. Jetzt bekommen wir statt einen zwei jeweils, oder wie? Okay. Da brauchen wir doch 150 davon. Erstmal schauen wir, ob wir hier nicht irgendwo weitere... Oh, was bist du? Brauchen wir irgendwelche Sterne? Bekommen wir jetzt von jedem Baum jeweils zwei? Oh, da brauchen wir einen weiteren Rohstoff, den wir noch nicht haben. Oh, hallo. Ich hoffe... Ja, wir heilen uns mit der Zeit, okay. Ja, wir bekommen von jedem Baum jetzt zwei. Okay. Das ist sehr schön. Wir machen dann nämlich nochmal 30. Einfach so, weil wir es bestimmt brauchen. 25. Hier waren doch Gegner eigentlich. Vielleicht kommen da noch mehr. Haben wir hier ein bisschen weiter. Ja, schau an. Oh, jawohl. So, hier brauchen wir 75. Jawohl, dafür bekommen wir richtig viele dieser blauen Kristalle hier. Gegenmittel hier. So, 21. Wir brauchen noch 4 Goldstücke, dann können wir dort hinten eine Kachel dazu bauen. Und wir können jetzt bereits den nächsten Teil von unserem Portal bauen. Wobei ich... Jawohl.
eher nicht glaube, dass wir das jetzt brauchen. Weil es wird bestimmt hier weitergehen. Aber schauen wir mal, welche Rohstoffe wir als nächster brauchen. Genau, 150 dieser lilanen Kristalle. Und wir brauchen Geld. Jetzt könnten wir eigentlich ein bisschen was einkaufen hier. So, jetzt haben wir erstmal genug für diesen, für diese Kacheln hier. Ah, auch das können wir eintauschen. So. Y halten. Inventar. Ah, okay. Holz, Azurit, Stein, Brett, Stahl, Münze. Okay. Oben sehen wir die Axt, die Spitzhacke, das Schwert. Dann bekommen wir noch Rüstung und Helm. Was aufnehmen? Was haben wir jetzt aufgenommen? Hm. Oh, okay, hier sehen wir auch die Karte. Was gibt's hier noch? Und die Booster, okay. Ja, mit den Kristallen. Okay. 100 Münzen. Wir haben ganze 4. Warum ist hier so ein Strudel am Boden? Hm. Hier geht es jedenfalls auch noch weiter. Jetzt müssen wir schön langsam etwas mehr Kristalle wieder abbauen. Und Holz ist irgendwie total Mangelware. Wow! Hallöchen. Wow, okay. Ich hoffe, der... Genau. Gut. Da gehe ich vorerst mal nicht hin. Aber das ist cool. Da bekommt man mal gleich mal eine Aufgabe, wo, auf die man wirklich hinarbeiten kann. Das wird nämlich noch dauern, bis ich den hier bekämpfen kann. Ich meine, ich könnte ja sicher nicht mit der Spitzhacke. Jetzt. Oh, den kann ich killen. Ja,
Okay, das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Okay. Ah, hier hinten ist was. Okay, ein... Ja, so Kristalldingens. Aha. Au. Okay, hier bekommen wir offensichtlich viele Steine. Ja, wir brauchen 100 Gold. 100 Goldstücke. Ah, 41 hätten wir schon. Hierfür, für den nächsten Level hier, brauchen wir eben diese lila Kristalldinger. Oh, ein Schatz. Okay, das war richtig cool. 98, das heißt, jetzt können wir hier verkaufen wir ein paar. Jetzt können wir unser Schwert upgraden. Jawohl. So, was brauchen wir? Ich glaube, die blauen Kristalle brauchen wir hier. Genau, und zwar 100, also 76 haben wir schon abgegeben. Oh, hier drüben geht es scheinbar dann wieder zu einem Schatz. Zumindest wenn ich hier diese Spuren, diese Geldspuren richtig deute. Die sind hartnäckig hier, diese Steine. Aber geben auch richtig gut Rohstoffe. Okay, wir brauchen jedenfalls 125 blaue Kristalle. Die werden wir uns jetzt mal holen. Boah, hier rauskommen ist dann schon ein Akt. Sollte erstmal reichen. So, einmal durchkämpfen bitte. Und Geld absahnen, jetzt. Oh, doch nicht. Aber da ist dann bestimmt auch irgendein Gegner. 125. Ja, ich brauche auf jeden Fall 125. Okay, hallo. Ich brauche auf jeden Fall 125 Azurit oder so.
So, Geld werden wir auch nicht vernachlässigen. Gut, 125 brauchen wir, die haben wir. Dann schauen wir. Ach so, vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen leveln. So schön. 150 Kristalle. Erstmal rauskommen hier. Haben wir. Ist da nochmal ein Schätzchen? Oh, Reisen. Okay. Gaia-Herausforderung. Eine Herausforderung. Sehr cool. Also quasi ein kleiner Dungeon. Wie es aussieht. Okay. Ah, der geht hier mit diesem Schwert viel, viel besser. Sehr schön. Und dann haben wir auch schon unsere Belohnung. Und zwar richtig viel Kohle. 436. Da können wir wieder zurückreisen, hoffe ich. Oh. Und hier sehen wir auch 100% erledigt. Ansonsten könnten wir nochmal zurück und den Rest machen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Auf jeden Fall gibt es hier immer was zu tun, immer was zu farmen. Oh, okay. Wie gesagt, es gibt immer was zu tun. Ich meine gelesen zu haben, hier sind die lila Kristalle. Ich meine gelesen zu haben, dass die Story hier, die wir gerade spielen, um die 30 Stunden dauert. Also es ist auf jeden Fall einiges an Content vorhanden. 200 brauchen wir. Oh, das reicht. Wie viele lila Steine brauchen wir? Okay. So, auf jeden Fall jetzt machen wir noch kurz die neue Stufe der Spitzhacke, weil die Spitzhacke ist das, was mir am meisten im Moment fehlt. Wo war das?
Also hier sehen wir, wir brauchen schon hier 150 Stück. Hier war die Nö. Ah, hinter mir. Hier war die Spitzhacke. 60 Bretter, 20 Stahl. Okay. 20 Stahl. Passt. 60 Bretter. Die Bretter machen wir hier hinten. So. Okay, wir brauchen nur noch die 60 Bretter, die kommen schön langsam. Und inzwischen werden wir... Okay, hallo. Inzwischen werden wir nicht sterben. Inzwischen werden wir... Da wäre interessant zu wissen, was ist, wenn man stirbt. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir Holz und diese Kristalle, diese blauen, zur Genüge farmen. Wir brauchen dann auch für die Axt noch einiges. Also, so, jetzt haben wir 60. Also auch für die Axt will gefarmt werden. Aber erstmal die Spitzhacke. Okay. Wie viel brauchen wir hier für die Axt? 140, wieder 20 und 60. Wie sieht's hier? Ui, jawohl. Da gehen wir jetzt durch wie Butter. Das finde ich sehr, sehr spannend. Okay, wir brauchen trotzdem hier noch ein wenig. Ja, es hört nicht auf. Aber ich finde das erstens total entspannend hier und dann auch cool, wie hier immer neue Sachen eingefügt werden. Und man muss durchaus auch ein wenig aufpassen, wenn man länger leben will, wie bei den großen Gegnern hier. Und auch wenn man zu unachtsam auf die Gegner losstürmt, irgendwann wird man dann auch sterben. Lila brauche ich noch. Und zwar 140 oder so waren das. Oh, die geben hier schon 4. Wenn er auf das richtige Werkzeug wechselt. Hier 1 und wenn er auf die Spitzhacke wechselt, jeweils 4. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.